Hallo Freunde, ich kann endlich mal wieder ein bisschen raus, Gott sei Dank. Ich bin schon fast verrückt geworden und jetzt kann ich ein bisschen im Locust Bushcraft Projekt weitermachen. Wir haben traumhaftes Wetter, es regnet, es ist kühl, es ist nasskalt, einfach nur klasse. Genau richtig zum Rausgehen. Ich werde nicht zu lange machen, weil ich habe noch ein bisschen Rest in mir, das muss erst noch abheilen, aber es passt. Es ist genau das richtige Wetter. Ich muss erstmal schnell das Lager aufbauen, ein bisschen Feuer anmachen und dann geht's weiter. Bis ich das Lager aufbauen kann, muss ich die Kamera ein bisschen vor Regen schützen. Ich habe ja so einen tollen Regenponcho mal gebaut im Projekt. Könnt ihr nochmal zurück nachverfolgen, wenn ihr es sehen wollt. Und das, den brauche ich natürlich jetzt für genau diese Kamera, dass ein bisschen geschützt ist, weil es wird jetzt alles nass, solange das Camp noch nicht aufgebaut ist. Wir sehen uns gleich. Freunde, das glaubt ihr nicht. Ich packe meinen Tarp aus und denke, was ist denn hier los? Ich zeige es euch mal, was ich in die Hand nehme. Schaut euch das an. Da muss doch ein kleiner Nager. Hier auch. Das ist kein Loch, das ich reingemacht habe. Da muss ein kleiner Nager in meinem Rucksack gewesen sein. Hier. Da ist ein kleines Loch. Ist auch nicht von mir. Ist auch reingenagt. Was haben wir noch? Das habe ich gemacht. Das ist Glas, eine Öse. Ja, hier auch. Voll ausgenagt. Ich habe doch da nichts im Rucksack gehabt. Hier haben wir das nächste. Toll. Ist ja ein Ding, he? Oh, das wäre jetzt ärgerlich, wenn das ein Tarp wäre für 79 Euro. Das ist nämlich das eins der Dinge, die ich mir nächste Zeit anschaffen möchte. Oh, wird mich das jetzt aber ärgern. Hier bei dem Tarp, das ich selbst gebaut habe, aus Plastiksäcken, ja, spielt das keine Rolle. Gott sei Dank habe ich dieses Tarp gemacht. Ah, ich klebe da ein bisschen Klebeband drüber. Haben wir schon ein paar Mal geflickt, das Tarp, habe ich euch auch gezeigt. Ich mache da ein bisschen Klebeband drüber und dann ist es wieder dicht. Das spielt bei diesem Tarp überhaupt keine Rolle. Das passt sogar sehr gut dazu. Aber da kann man mal sehen, was so alles geschehen kann. Ja? Muss ich direkt mal meinen Rucksack durchsuchen, ob da nicht so, noch so ein kleiner Bewohner mit drin ist. Ja, wenn ja, dann lasse ich ihn laufen. Hier hat er die besten Voraussetzungen. Ich bin ihm deswegen nicht böse. Er hat halt nach was gesucht. Er muss sich ja auch ernähren. Er muss auch schauen, wie er weiterkommt. Und seine Jungen wahrscheinlich versorgen. Mal schauen. Nee, da kann es nicht drin sein. Wenn, dann vielleicht im großen Fach. Komm, bieb, bieb, bieb. Wo bist du denn? Da sind Reste meines Tarps. Nö, der kleine Nager muss schon wieder draußen sein. Ja, da ist nichts. Da sind nur jede Menge Tarbreste drin. Die mache ich zu Hause raus. Das muss hier nicht im Wald landen. Die Flasche kann ich gleich draußen lassen. Mir auch gleich einen Tee. Thank you.
Also es gibt schon so Situationen, wo ich die Leute beneide, die dann in einem Nadelwald ihr Lager aufschlagen. Da findet man überall, wirklich überall trockenes Zeug. Unter den Bäumen unten das Ganze, vielleicht sogar noch eine Kiefer, dass man ein bisschen Kienspan ziehen kann. Aber hier in so einem Laubwäldchen ist da nichts. Und es regnet und schneit jetzt schon seit längerer Zeit. Und da ist wirklich auch das kleinste Ästchen, was vorher mal trocken war, pitschepatsche nass. Heißt aber nicht, dass man deswegen kein Feuer anbekommt. Da hat es ein bisschen schwerer, okay. Mit Nadelholz wäre es so kinderleicht. Jetzt muss ich halt das nehmen, was ich habe. Mehr habe ich nicht. Ja Leute, und ich warte immer noch auf den Zerstörer, der hier war, auf diese vollgeschissene Menschenhaut. Aber wie ich mir schon gedacht habe, ich werde wohl alleine sein hier. Macht auch Spaß. Das Feuer ist langsam am Kommen. Jetzt kann ich mir schnell gleich einen Tee machen. Passt alles. Das Mäuschen war wenigstens so anständig und hat das Tarp nur außen rum beschädigt. Hier außen, da unten, außen. Hier ist es ganz geblieben. Da hinten irgendwo war noch so ein Loch, sieht man jetzt nicht. Hier außen. Das war noch ein anständiges Mäuschen. Aber jetzt gleich zu meinem Tee. Oh Mist, das wird wieder nichts im Batonieren. Also Leute, in der Natur kann man schon schöne Sachen sehen. Jetzt ist dieser Stamm, dieses eine Standteil, was ich hier habe seit einiger Zeit, so als Tisch verwende ich den oder so. Das sind so viele Pilze jetzt, die hier am Stamm entlang wachsen. Das ist der Hammer. Nach so kurzer Zeit, alles voll. Und wenn ich mich nicht wirklich sehr täusche, dann ist es aufgrund der Zeichnung, meine ich, während das alles Coriolus versicolor. Das ist ein ganz, ganz hervorragender Heilpilz. Der hat wunderbare Eigenschaften. Aber ich will euch jetzt nicht mit Heilpilzwissen langweilen. Ich kenne mich da ein bisschen aus. Und deswegen bin ich ein bisschen begeistert, wenn ich sowas sehe. Entschuldigung. Ist ein bisschen nass hier, aber wie man sieht, meine Jacke, die hält. Und mein Hut, sieht man es auch, hält auch prima. Wunderbar, so muss das. Es ist schon toll, dieser Werkklotz, den ich mir hier gebaut habe. Ich habe ja überall Löcher reingebohrt mit dem Handbohrerset. Habt ihr auch gesehen in einem der letzten Locust-Videos. Habe auch an der Seite Löcher drin. Das heißt, ich kann hier diese zugeschnitzten Stücke reinstecken. Ich kann hier was anbinden, was drauf fixieren. Kann hier oben
meine Stopper einbauen. Da brauche ich jetzt gerade 2 Stück davon. Und damit lässt sich natürlich auch sehr gut arbeiten. Jetzt habe ich hier einen Gegendruck und kann ganz prima hier rausarbeiten. Nur gut, dass dieser Idiot, der hier das Zeug kaputt gemacht hat, in so einem Werkstück keinen Sinn sieht. Also was soll er dann hier kaputt machen? Er erkennt es noch nicht mal, dass es ein Werkstück ist. Also das Stück ist kurz vorm Finish, also kurz vorm Schleifen. Ich muss noch ein bisschen die Kanten rausholen, ein bisschen glätten. Das ist einfacher zu glätten mit dem Eisen, als nachher lang zu schleifen. Gut, ich möchte es eh nicht so ganz glatt haben, wie so eine industrielle Schale. Ich möchte es eh als Handwerkstück auch anzusehen wissen. Ich denke, so kann ich es lassen. Soll ja keine Schale oder Suppenteller werden. Ja. Jetzt Schleifen dran. Erst das grobe 40er Papier natürlich und dann mit dem Schleifpapier immer ein bisschen feiner werden. So, jetzt sehe ich auch hier die Erhöhungen besser, die sind alle heller und das arbeite ich noch mal ein bisschen mit dem Hohlbeitel nach. Da muss ich nicht so viel schleifen, um das einigermaßen optisch schön aussehen zu lassen. Das reicht schon. Das hilft mir schon wieder beim Schleifen. So Freunde, das reicht mir. Mehr will ich gar nicht. Das darf ein bisschen nach Waldhandwerk ausschauen. Das ist schön so, das gefällt mir.
darf ein bisschen rustikal sein. Na, ich sehe hier, außenrum mache ich noch so einen kleinen Schliff ein bisschen, für diese Fasern wegzubekommen. Das mache ich noch außenrum. Und dann werde ich ans Ölen gehen, weil da muss Öl ran. Nicht, da muss Luft ran, da muss Öl ran. Moment. Ich habe mir jetzt letzten und vorletzten Monat ein Bratöl geleistet, ein Bio-Bratöl hierfür, für das Holz. Den einen Teller, den habe ich ja schon gut behandelt, ist gemacht worden aus Bio-Sonnenblumenöl. Und durch das Behandeln, dass es Bratöl geworden ist, wurden die mehrfach ungesättigten Fettsäuren auf 8,3% reduziert. Das ist wichtig, weil die mehrfach ungesättigten Fettsäuren, die oxidieren relativ schnell und die lassen das Ganze ranzig riechen. Natürlich könnte ich jetzt auch Leinöl dazu verwenden, also ein Firnisöl. Firnisöl ist Leinöl, was zweimal verarbeitet wurde, also zweimal raffiniert wurde, damit auch die Ölsäuren wirklich alle raus sind. Das ist natürlich noch hochwertiger, klar, logisch, aber so eine kleine Flasche Firnisöl für 24 Euro, sorry, das gibt mein Budget nicht her. Deswegen reicht mir das. Das riecht zwar dann nach einiger Zeit, wenn das gut eingeölt ist und man riecht dran, so ganz, ganz leicht ein bisschen nach Öl. Also nicht ranzig, sondern ein bisschen nach Öl riecht es dann. Aber das darf es ja auch. Das spielt ja auch keine Rolle. Dafür bleibt es Natur. Ein Backpinsel habe ich mir auch geleistet. Also nicht so ganz billig. Ich habe den Pinsel auch in eine Zippertüte rein. Musste den hinten am Griff ein bisschen kürzen, damit der da reinpasst. Aber jetzt brauche ich die Handschuhe nicht mehr. Die kann ich jetzt mal ablegen. Denn wenn der voll Öl ist, möchte ich den natürlich nicht total verölt in meiner Ausrüstung haben. Vorher den anderen Teller, den habe ich mit einem Lappen bearbeitet, aber das ist unangenehm. Deswegen habe ich mir hierfür jetzt, für den Rest, den ich noch mache, habe ich mir einen Pinsel geholt. Und jetzt muss dieses Holzstück immer wieder mehrfach mit Öl behandelt werden. Das Öl saugt sich in das Holz rein, also mit ein- oder zweimal geht es auf gar keinen Fall. Durch das Öl wird das Wasser aus dem Holz vertrieben, das drängt quasi das Wasser aus dem Holz raus und das Holz ist dann nur noch gesättigt mit dem Öl. Ja, schon ist es weg. Das geht ruckzuck. Je öfter man es macht, oh, das war jetzt ein bisschen viel, je öfter man es macht, umso weniger Öl nimmt das Holz auf, aber das geht schon eine ganze Weile, wenn ihr sowas mal machen wollt. Es geht also eine ganze Weile, bis sich das Holz vollgesaugt hat mit Öl. Der Vorteil ist, es schwindet nicht mehr so. Das heißt also, es verzieht sich nicht mehr dermaßen. Schon noch ist am anderen Teller zu sehen, zeige ich euch gleich dann. Da hat sich leider, aber erst nach dem Weitverarbeiten hat sich da ein nicht ganz unerheblicher Fehler gezeigt. Das ist also ein Bioöl, wenn hier ein bisschen was daneben geht, ist auch nicht so schlimm. Es kommen keine Chemikalien in den Boden. Obwohl es jetzt ein großer Schluck war von Öl, ist der schon wieder fast weg. Das geht recht rasant am Anfang. Da ist noch die Rückseite. Auch schon wieder weg. Also hier besteht jetzt ein ganz minimaler Grundschutz schon vom Holz, aber das ist noch zu wenig. Das muss jetzt an sich die nächsten paar Wochen, sollte das möglichst täglich gemacht werden, mindestens einmal. Und dann irgendwann, wenn es kein Öl mehr aufnimmt, das Holz, dann sollte es einmal im halben Jahr oder auch einmal im Jahr, je nachdem wie man es benutzt, sollte es dann aufgefrischt werden. Und das Holz bleibt immer schön natürlich, man sieht immer die Maserung, man sieht immer das Holz. Es verzieht sich nicht und ist natürlich lebensmittelecht, klar. So, dem macht jetzt der Regen nichts mehr aus.
Den Teller habe ich vorher schon mal gut bearbeitet. Der ist schon bestimmt 20 Mal geölt. Aber dann während dem Ölen habe ich einen Fehler entdeckt, den man vorher nicht gesehen hat. Als ich das angefangen habe rauszuarbeiten, war dieser Fehler überhaupt nicht zu sehen. Ich bin dann zwar so weit gekommen, dass hier das Astloch, dass ich da an das Astloch rankam hier, und da gab es ein kleineres Loch. Hier habe ich einen Holzdübel reingesteckt. Ich weiß nicht, ob man sieht. Hier den Holzdübel habe ich hier dann reingetrieben und innen abgemacht. Aber sieht man das eigentlich auf der Kamera? Ich muss mal ein bisschen schwenken, ein bisschen drehen. Ja, jetzt sieht man es. Man sieht es hell durch. Da hat sich ein Schlitz gebildet und das konnte man vorher nicht sehen. Jetzt habe ich mir überlegt, ob ich dann den Teller verwerfen soll. Aber es ist kein Suppenteller. Aus dem Grund denke ich, dass dieser flache Schlitz hier nicht so viel ausmachen würde, dass der nicht so undicht wäre. Ich werde mal schauen, vielleicht fällt mir auch was ein. Ich denke vielleicht, dass ich ein ganz flachen Holzkeil machen werde und werde den hier reintreiben. Allerdings, eins ist ganz klar, wenn ich einen Holzkeil hier reintreibe, baue ich auch Spannung auf im Holz. Also wenn, dann wird er nur relativ schwach hier reingesteckt werden, also relativ schwach reintreiben und dann wieder eben machen, wieder ein bisschen nachölen. Ich denke, das können wir so machen und dann kann der Teller nämlich so bleiben. Das wäre schade um das Teil, der schon weit vorangeschritten ist. Vor allen Dingen muss ich jetzt mein Projekt bald mal umsetzen. Es ist langsam Zeit. Mir ist viel zu viel Zeit abhanden gekommen. Und deswegen denke ich, behalte ich den. Da habe ich zwei dieser Teller. Das passt wunderbar. Das ist genau das, was ich brauche. Eine Schale habe ich auch schon vorbereitet. Die ist schon ordentlich ausgeschliffen hier. Habe ich schon mal gezeigt. Und hier habe ich so eine Art Ausgießer noch ran gemacht. Wenn man eine Flüssigkeit drin hat, dann möchte es ausgießen oder so. Also die Schale ist wirklich richtig schön rustikal. Gefällt mir sehr, sehr gut. Die werde ich jetzt noch unten ein bisschen schleifen, bearbeiten ein bisschen und da kommt da auch Öl ran. Die erste Schutzschicht. Natürlich kann ich hier die Borke nicht ölen. Die wird irgendwann abgehen, das ist keine Frage. So lange lasse ich es halt einfach. Mal schauen, wie lange es überlebt. Diese Holzstücke, die ich hier mache, die sind an sich nicht für Dauer gedacht, sondern ich habe da ein einziges spezielles Projekt vor. Warten wir es mal ab. Werde ich euch noch zeigen. Und dann kann das Zeug kaputt gehen. Das kann jemand im Wald rumwerfen, anzünden oder sonst irgendwas. Ist mir gerade egal. Für das eine Projekt brauche ich es. Und mal schauen, vielleicht kann man es auch länger benutzen. Wenn es länger benutzbar ist, umso besser. Wenn nicht, auch recht. So, wunderbar eingeölt. Und jetzt wird es aber Zeit, was zu trinken. Leute, hört ihr das? Durch den SNF-NEV, der hier überall Futterstellen eingerichtet hat, habe ich sogar im Regen Vogelgezwitscher. Das ist ein schöner Lohn. Da freue ich mich. Man sieht auch auf diesem Stück Holz, was schon einige Mal eingeölt wurde, sieht man, wie das Wasser abperlt. Das kann gar nicht mehr ans Holz rankommen. Da perlt richtig schön das Wasser ab. So muss das. Wenn es langsam langweilig wird, aber es macht immer wieder Spaß. Ich habe jetzt gar keinen Löffel dabei. Was mache ich jetzt?
kein Spork und nix. Ich schnitz mir einen. Da 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 da. Da 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 da. Und los geht's. So, ich habe jetzt hier drin einen Tee australischer Traum, das ist das hier, und Südseezauber. Und das bei dem Wetter, das passt. Mein Löffel kann ich auch gleich der thermischen Verwertung zuführen. So, 6 Minuten Ziehzeit hat er jetzt hinter sich. Drehe ich mal hierher zum Trocknen. Die kommen nachher auch mit nach Hause, ist ja klar. Mal probieren. Lecker. Doch lecker. So, ich bin jetzt in dem Projekt und ist soweit. Ich habe ein bisschen Geld angespart. Das zeige ich euch nachher auch in der Kalkulation. Der Stechbeitel mit um die 30 Euro hat wieder ein Loch reingerissen. Ah, passt mir jetzt gerade gar nicht. Aber ist egal, das ist halt einfach so. Ich habe ein paar Ideen, was ich mir noch zulegen möchte jetzt. Ich möchte jetzt langsam meine Ausrüstung auf ein anderes Level bekommen. Ich habe bisher sehr, sehr günstige Ausrüstung, die funktioniert. Ob es das Tarp ist, ob es der Regenponcho ist oder sonst irgendwas von den billigen Sachen. Gut, es hat auch welche Sachen gegeben, die haben nicht funktioniert. Ein paar Lämpchen habe ich da im Lauf des Projekts mal gekauft, aber das war Schrott. Dieser eine Hohlbeitel von Kenzo, glaube ich, war das, ja, der nach einigen Schlägen auch ins Land aller irdischen Dinge gegangen ist. Ja, das raucht jetzt ein bisschen. Gut, wenn es halt regnet, dann raucht ein Feuer. Ist ja in Ordnung, darf es ja auch. Und der Wind ist ein bisschen unbeständig, kommt mal von da und deswegen weiß ich nicht so ganz genau, wo ich am besten hinstehe. So, aber zurück zum Thema. Ich habe so ein paar Ideen. Und zwar könnte ich mir von dem überschüssigen Geld, das sind jetzt etwa um die 60 Euro, jetzt aktuell, könnte ich mir eine Eisenpfanne zulegen. Das ist so roundabout 45 Euro wäre drin. Ich könnte mir auch ein besseres Erste-Hilfe-Set zulegen. Ihr habt das gesehen, was ich für ein Erste-Hilfe-Set bis jetzt habe. Gut, ich habe mich noch nie verletzt, das ganze Projekt entlang. Seit das Projekt läuft, und es läuft schon ganz schön lange. Ich war schon viele, viele Mal draußen in dem Locust-Bushcraft-Projekt. Auch sonst. Aber habe auch die kleine Erste-Hilfe-Ausrüstung nie gebraucht bis jetzt. Das ist nur so einfach so ein Sicherheitsgefühl. Ich würde mir gern so ein Mini-Erste-Hilfe-Kit zulegen. Das gibt mir ein besseres Gefühl einfach. Vor allen Dingen, da habe ich auch Chlordioxid mit dabei, also Desinfektion, das ganze Zeug. Würde mir ein besseres Gefühl geben, ist aber so um die 40 Euro. Muss nochmal alles zusammenrechnen, wäre es so um die 40 Euro. Wäre also drin. Ich würde mir auch gern ein Tarp zulegen. So ein DD-Tarp. 3x3 Meter. Das hätte ich gern. Das würde ich mir gern zulegen. Das liegt aber bei 79 Euro. Das reicht noch nicht, aber nächsten Monat würde das vom Budget her reichen. Ja, was tue ich? Ist die Frage. Also ich tendiere im Augenblick, obwohl ich gern das Erste-Hilfe, das Mini-Erste-Hilfe-Set hätte, das Erste-Hilfe-Kit, ich tendiere gerade im Augenblick doch eher zur Pfanne. Auch würde ich mir gerne, ich habe diesen selbstgebauten Halter für Becher, Flasche und hier jeweils für Kaffee oder sonst irgendwas, Tee, Portion etc. Das kleine Nebenteil, da würde ich mir sehr gerne so einen Flecktarnbeutel holen. Der ist dann doch meiner Meinung nach noch ein bisschen besser geeignet, auch gerade wenn man es an den Gürtel packt oder so. Was kostet das? Das ist nicht so teuer, das kostet, glaube ich, da müsste ich jetzt wirklich nochmal nachschauen, aber ich glaube so um die 15 Euro kann es sein. Ist egal, spielt keine Rolle. Ich denke mal so 15 Euro. Das sind so die Dinge, die mich jetzt für nächste Zeit interessieren würden. Wie gesagt, ich denke, dass es eher erstmal Richtung Eisenpfanne gehen wird. Ich hätte auch gern so einen kleinen Eisentopf mit Deckel.
Hätte ich auch gern. Da die Entscheidung getroffen worden ist, hier, oder da ich die Entscheidung getroffen habe, im Locus Bushcraft Projekt im stationären Lager hauptsächlich zu sein, klar, ich will auch unterwegs sein, ein bisschen logisch, aber dass es doch weniger Hiking ist, sondern eher ein Bushcraft Projekt, ein stationäres, hätte ich auch, wie gesagt, gern so einen kleinen Topf, der mir übers Feuer hängen kann, so ein oder maximal zwei Personen Topf, was Kleines. Natürlich auch Gusseisen, ist klar, es muss schon was Richtiges sein, ja. Trapper-Feeling. Und der liegt auch so, ich meine, ich müsste mich täuschen, aber ich meine auch so bei 40 Euro rum. Das sind so die Dinge, die mich jetzt zur nächsten Zeit ein bisschen interessieren würden im Projekt. Was meint ihr? Ich glaube schon, Pfanne wäre schon, glaube ich, eine ganz gute Idee, weil sich ab und zu mal ein bisschen was schnell in der Pfanne hier reinzumachen, gerade wenn ich ein bisschen längere Zeit hier bin. Es werden die Tage wieder länger, wir haben wieder mehr Zeit. Da ist auch ein bisschen Braten, ein bisschen Essen drin. Ah, das prasselt wieder herrlich, das Feuer. Mal schauen. Auf jeden Fall schön, dass ihr dabei wart. Das Video ist ein bisschen länger geworden. Muss auch mal sein, ja. Ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Locus Bushcraft Video wieder. Und bis dann, sage ich. Tschüss, meine Freunde.